Hallo und herzlich willkommen auf meinem Kanal. Wir sind wieder bei Drakensang Online und ich hoffe, ihr habt die Feiertage schön verbracht. Das Christkind war hoffentlich auch sehr fleißig. Und nun möchte ich, wie versprochen, alle Geschenke des Events und alle Würfel, die seitdem ich wieder aktiv Drakensang Online zocke, gesammelt habe, mit euch gemeinsam öffnen. Wir werden mit den grünen Geschenken beginnen. Sie sind nicht so spannend, daher werden wir das im Schnellverfahren machen. Und natürlich steigernd bis zu den gelben Geschenken. Und zum Schluss werden wir dann die Würfel starten. Ich hoffe, dass die Würfel gegen früher ein klein wenig bessere Items enthalten. Werden wir sehen, ob uns hier das Christkind auch noch den Weihnachtssegen schenkt. In den grünen Geschenken sind auf jeden Fall, ausgenommen grüne Items, auch noch Schneeessenzen drinnen, Karotten und verbrauchbare Emotes und Kostüme. Weiter geht's mit den blauen Geschenken. Ich habe mir ja fast alle aufgehoben, da ich ja nicht weiß, ist es das gleiche wie früher. Ihr werdet es natürlich wissen, aber ich wollte es auch genauer wissen und ihr sollt auch euren Spaß dran haben, wie schön nubig ich mich hier verhalte. Wie sagt man so schön, Kleinvieh macht auch Mist. Ne? Ein paar schöne Emotes wieder, wo ich die meisten eigentlich habe ich alle. Und Schneemann-Kostüm habe ich und Weihnachtsmann-Kostüm habe ich auch. Aber wer sie nicht hat, hat sicher seine helle Freude daran. Dann haben wir noch gut 150 bis 200 Schneeessenzen erhalten und gut 150 Karotten. In den geschenkten Gaul schaut man nicht ins Maul. Wo sich wahrscheinlich sicher nichts geändert hat, ist, dass in den violetten Geschenken sicher schöne Glyphen drinnen sind, dass man wahrscheinlich die meisten Teile nicht brauchen kann. Aber macht ja nichts. Ich habe sowieso meinen Schmelzofen und der freut sich natürlich. Alle Hoffnung stirbt zuletzt, dann schauen wir uns mal die Legendären an. So, was haben wir denn da? Wir haben mal... Ja, einen Ring, schauen wir mal. Eventuell. Ja, Schuhe brauche ich sowieso nicht rausschauen. Der wäre interessant, weil die Widerstände bin ich eh relativ schwach. Könnte man mal zur Überbrückung mal verwenden. Was mich aber sehr freut, ist, dass man mittlerweile viel mehr und viel leichter zu würfeln kommt. Früher hätte ich, glaube ich, für 99 Würfeln ein halbes Jahr gefahren. Dann schauen wir uns mal die kleineren an und heben uns natürlich das Beste bis zum Schluss auf. Obwohl, wenn ich mir das so ansehe, das kann ja hoffentlich nur besser werden. Jetzt schon Steinchen, oho. Wunder und Zeichen geschehen immer wieder. Die Stufe 1 Items schaue ich mir jetzt mal nicht an. Das ist wohl eher was für Shopping Queens. Ich habe für sowas einfach keine Geduld. Vielleicht zwei schöne dabei, aber ja, eine 3 davor zu stehen haben ist doch schöner. 5 geht ja nicht, bin ja noch nicht 55. Ich bin zwar jetzt endlich 52 geworden, aber es wird dadurch, dass ich nicht so viel Zeit zum Zocken habe, wie ich gerne hätte, leider noch ein bisschen dauern, bis ich endlich wieder ausgelevelt bin. Es ärgert mich zutiefst, aber was soll ich machen? Es geht halt leider nicht anders. Leider sind die größten Würfel nur 99 und gerade heute, da heute mein 100. Abonnent zugestoßen ist, es tut mir leid, aber ich hoffe, ihr seid damit trotzdem zufrieden. Ich möchte mich hiermit auch bei allen herzlich bedanken für das schöne Jahr und hoffe, ihr seid zufrieden mit dem, was ihr seht. Wenn ihr irgendwelche Fragen habt oder ich etwas genauer durchmachen soll oder ihr noch etwas hinzufügen möchtet, tut euch keinen Zwang an, ab in die Kommentare damit und ich werde so schnell wie möglich natürlich antworten. Was mir bei den Würfeln jetzt besonders auffällt, sind sehr viele Legi dabei. Vor allem, ihr werdet es gleich sehen, meine Grimmag-Waffe kriege ich wieder. Und damals war das Grimmag-Set eigentlich recht beliebt. Ich habe die Waffe sowieso lange Zeit gern getragen. Kann ich jetzt natürlich aber nicht aufmachen, weil ich glaube, wenn ich die Legis erst mit 55 aufmache, dass sie dann auch 55 sind. Ihr könnt mir gern bitte in die Kommentare schreiben, ob ich damit richtig liege, denn ich weiß es wirklich nicht. Nicht, dass ich umsonst warte. Ich wäre euch wirklich sehr dankbar, denn
Ich möchte diese Waffe unbedingt nochmal ausprobieren. Oh mein Gott. Meine Güte, ich kriege eine neue Krimak. Das war eine Zeit lang meine Lieblingswaffe. Die habe ich lange verwendet. Und ich möchte sie jetzt nicht aufmachen, wenn die... oh Gott, das tut mir jetzt echt weh. Das tut mir echt weh. Ich möchte die aufmachen. Ich kann aber nicht. Ich muss noch 3 Level warten. Oh mein Gott, oh mein Gott. Aber ich habe 2 Ringe. Das heißt, ich kann... Ich muss nur ein Level warten. Ich muss nur ein Level warten. Ist das toll? Ich muss nur ein Level warten. Oh. Okay, okay, das gibt. Ich kann nicht anders. Ich kann nicht anders. Ich kann nicht anders. Ich war nicht so, dass ich die Waffe gekriegt habe. Ich weiß nicht, ob ich sie verwenden kann. Aber es ist einfach eine Freude. Ich freue mich richtig. Ich hoffe, ich kann sie bald aufmachen. Es ist ja, jetzt habe ich echt einen Ansporn, das weiterzumachen. Ich möchte nur schnell wissen, was dieses Pendel des Volkes ist. Ich habe mir gedacht, ich teile das mit euch. Ihr werdet das alles schon wissen. Ernsthaft? Oh Mann, ist das toll. Tanzt ihr da in aller Ruhe? Ich muss mir das von vorne ansehen. Ja, das ist einmal cool. Jetzt habe ich wenigstens was, was ich verbrauchen konnte und habe wieder ein klein wenig mehr Platz. So, ich wünsche euch auf jeden Fall alles, alles Liebe, alles, alles Gute. Kommt gut über den Jahreswechsel und wir sehen uns dann beim nächsten Mal.